Böse Mann, ich habe dich da gesehen und ich habe mir in dem Augenblick gedacht, boah, ich würde den gerne mal auf der Straße treffen. Ich würde dir gerne mal eine geben. Du kannst ja nicht mal stehen. Du kannst ja nicht mal atmen. Du hast so einen dicken Bauch, als ob du schwanger bist, Alter. Dein Kopf ist voll von Anabolika, Alter. Du kannst nicht mal drei Sätze reden, Dicker. Deswegen sage ich dir, niemand hat Angst vor dir. Hat keiner. Und so würde ich doch nicht auf dich. Der einzige Grund, warum ich auf dich reagiere, ich will dir zeigen, keiner hat Angst vor dir. Ich sehe dich da an, Dicker. Du bist eine arme Seele, Bro. Du bist eine richtig arme Seele, Dicker. Und Leute lachen dich aus. Und dann, aber das ist auch schön gut. Jeder so, wie er kann, Bro. Wir sind nicht herablassend. Jeder so, wie er kann. Aber nur mal zum Abschluss, damit du verstehst, warum ich mit so Leuten mit dir nichts, warum ich mit dir nichts zu tun haben will. Außer hier Reactions mache, weil du auf mich reactest, dann react ich wieder. Dieses Game können wir hier gerne so ein bisschen spielen. Aber warum ich niemals gegen dich kämpfen würde in einem Ring ist, weil ich bin ein Star und du bist ein Nichts. Du kannst nichts, du bist nichts. Das ist hart gesagt, aber ja. Wie dreist du bist. Boah, Junge, wie kommst du auf so Scheiße, Alter? Nein, wie kommst du auf so Scheiße, Alter? Haben wir nicht gerade vorher abgesprochen, Alter? Ja, das ist. Ey, böse Mann, Dicker, ich schwöre dir bei Gott, du bist ein richtiger, mieser Echter. Schwöre dir bei Gott. Bro, du bist ein erwachsener Mann, Dicker. Was kreischst du da rum wie so eine kleine Tussi? Oh, Karotten, der hat Karotten auf den Tisch gelegt. Oh, du Schwanz. Ja, das ist wirklich schlecht. Junge, Gärtner. Junge. Gärtner bin ich. Deswegen hier, ganz leckere Kartoffeln. Kartoffeln. Ganz Kartoffeln. Nicht Karotten, Kartoffeln. Ey, ihr seid so eine Esel beide, Alter. Kartoffeln. Ich fordere den Flair hier nicht raus zu einem Boxkampf. Das ist, ich möchte ihm seinen Wunsch erfüllen, den er ausgesprochen hat, mit inklusive Rundumschlag von Beleidigungen und Niederträchtigkeiten und herablassenden Aussagen mir gegenüber, mich auf der Straße zu sehen und mir die Fresse einzuschlagen. So. Du warst ja letztens auch in Berlin und so. Und ich war in Berlin. Gesagt, ja, so irgendjemand, ich konnte nicht kommen oder irgendjemand konnte nicht kommen. Ja, dem sein Manager oder was? Keine Ahnung, wie sein Security ist. Was weiß ich, Alter, Manager. Halt, ja. Nennen wir den mal Manager, sein Manager ist das, ja. Und der hat irgendwas gesagt, der hat keine Zeit gehabt und Dings. Guck mal, der soll seine Fresse halten. Ja? Der soll seine Fresse halten. Weil der hat hier eine Begründung gesagt, warum er nicht kommt, okay? Und ich werde das hier natürlich nicht aussprechen, diese Begründung. Weil das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Okay? Und noch was, mit mir, bei mir ist es nicht so, dass ein Flair sich mit irgendwelchen Leuten von mir unterhalten muss, sondern der muss das mit mir direkt machen. Ja, für mich entscheiden keine anderen Leute. Ja, deswegen wundert es mich, warum der irgendjemanden daher schickt. Das soll doch, der könnte dir doch selber sagen, ich komme nicht. Oder ich will nicht kommen. Oder ich habe Angst zu kommen. Weißt du, warum? Ist doch kein Problem. Ich bin eigentlich ziemlich oft in Berlin. Ich habe dort viel zu tun. Ich habe dort auch Familie und so weiter. Ja? Ich habe dort auch viele Freunde. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. Und nochmal, Flair, du hast das ganze Ding missverstanden. Das hier ist keine Herausforderung zum Boxkampf. Auf keinen Fall. Du hast mich herausgefordert eigentlich. Das war deine Herausforderung. Und ich stelle mich dieser Herausforderung jetzt. Ganz einfach. So. Halt Flair. Er ist halt Flair irgendwo da hinten im Ballon, Alter. So im. Was ist das, Junior? Alter, hör doch auf. Wie kann man nur so niederträchtig sein? Wie kann man nur so herablassend einem Mann gegenüber sein, Alter? Weißt du, was ich meine? Das sind ja nicht mal richtige. Das sind ja. Weißt du, eine Beleidigung ist. Eine Beleidigung, spricht man eine Beleidigung. Aber das war niederträchtig. Niederträchtig. Wenn diese Sachen auf der Straße gefallen wären, hätte es einen Stich in die Milz gegeben. Das ist eins, was safe ist. Bei sowas gibt es einen Stich in die Milz. Oder Tang, Tang. Hier. Auf die Stirn. So läuft das ab. Aber wir sind hier in diesem scheiß Rap-Geschäft. So. Und der denkt, das ist hier ein Beef mit Farid Bang oder was weiß ich, wie die ganzen Striche heißen. Ja? Hier hat er sich mit dem Falschen angelegt. Und da muss er mir gegenüberstehen. Stirn an Stirn. Das Ding, Patrick. Nein, das Ding ist noch nicht vom Tisch. Also das Ding. Achso, meinst du, er wird noch etwas tun? Ja, natürlich. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber selbstverständlich. Guck mal, ich sag dir mal was. Guck mal, pass auf. Im Leben habe ich eins gelernt. Es gibt immer zwei Optionen. Okay? Zwei Optionen. Die eine Option ist ins Messer reinlaufen, ins offene Messer reinlaufen. Und dann gibt es aber noch die zweite Option, ums Messer herumgehen und trotzdem ans Ziel kommen. So.
Damit will ich sagen, wenn der Flair nicht Manns genug ist, um sich, um seine Worte, die er da ausgesprochen hat, das sind nicht meine, das sind seine Worte, für die gerade zu stehen, dann muss er Manns genug sein, um sich dafür zu entschuldigen. Das wäre dann die zweite Option. Aber deine dritte gibt's nicht, damit wir uns hier ganz klar verstehen. Ja? Entweder steht der zu dem, was er gesagt hat, macht sich gerade, okay? Also setzt das um, oder er ist Mann und entschuldigt sich dafür.